Dieser kleine Freizeitpark im Norden Deutschlands hat seit diesem Jahr 2024 eine ganz besondere neue Achterbahn für die zahlreichen Gäste zu bieten. Nicht nur das Streckenlayout ist weltweit einmalig, sondern gerade die Thematisierung der Bahn kann durchaus mit den großen Parks in Deutschland mithalten. Es ist also eine Zeit, einmal genauer einen Blick auf die komplette Experience vom Ziegelblitz zu werfen. Wir befinden uns im Nordwesten Deutschlands, um genauer zu sein in der Stadt Jaderberg. Hier finden wir sehr zentral gelegen schon seit 1950 den Tier- und Freizeitpark Jaderpark. Der bis 1996 aus einem reinen Zoo bestehende Park wurde im vorherigen Jahr schlussendlich von der Familie Ludewig übernommen, welche somit bis heute nicht nur den Park im Privatbesitz leitet, sondern auch mit einem neuen Konzept, den zahlreichen Gästen immer wieder spannende Highlights bietet. So wurde schon in den letzten Jahren der Freizeitparkbereich immer weiter ausgebaut, durch zum Beispiel die große Wildwasserbahn Okavango River oder auch den einmaligen interaktiven Kletterspielplatz Grizzly Adventure. Nach der eben schon erwähnten Okavango River, welche im Jahre 2021 eröffnete, war es nun also wieder Zeit für eine Neuheit, wenn nicht sogar mit einem Investitionsvolumen von 5,5 Millionen Euro die größte und aufwendigste Neuheit in der Geschichte des Jaderparks. Wir haben nun den Jaderpark betreten und befinden uns zuerst einmal im vorderen Tierparkbereich. Vorbei an den zahlreichen Gehegen geht es für uns direkt einmal in den hinteren Teil des Parks. Schon von Weitem fällt hier der 21 Meter hohe eingehauste Lift der Bahn auf, welcher zusätzlich auch noch das Logo der Bahn am Ende dieses Tunnels trägt. Für uns heißt das natürlich, dass wir gleich in dem neuen Themenbereich Lütjes Moor angekommen sind. Gleich neben dem 2021 eröffneten Okavango Delta mit der Wildwasserbahn Okavango River finden wir mit einem großen offenen Platz den Eingang in diesen neuen Themenbereich. Auch ein kleines Gestell mit der großen Aufschrift Lütjes Moor weist natürlich darauf hin, dass wir hier genau richtig sind für die große Neuheit 2024. Geradeaus zu fällt natürlich auch gleich das große Gebäude auf, in welchem sich nicht nur ein Teil der Warteschlange und die Station befindet, sondern tatsächlich auch ein Teil der Strecke. Zu unserer rechten Seite befindet sich zudem auch noch der große und außerdem auch höchste Teil der Outdoor-Strecke. Auch das nicht zu übersehende große Schild mit der Aufschrift Ziegelblitz hängt gleich hier über dem Ausgang. Etwas weiter links steht als ein weiteres großes Thematisierungselement auch noch ein riesiger Schornstein, an welchem man auch während der Fahrt nur ganz knapp dran vorbeifährt. Für alle, die entweder noch nicht mit der Bahn fahren dürfen oder sich noch nicht bzw. nicht mehr trauen, können den großen Vorplatz zudem auch als einen perfekten Ort zum Entspannen nutzen oder natürlich dazu die zahlreichen Gäste während einer Fahrt zu beobachten. Wir sind aber natürlich hier, um die gesamte Experience dieser Achterbahn-Neuheit zu erleben. Also geht es links neben dem Ausgang durch ein großes Tor des etwas separaten Häuschens hinein in den Eingang und somit auch in die Warteschlange. Falls du Ziegelblitz noch nicht gefahren bist und zudem nicht über die Thematisierung, Story und die Fahrt gespoilert werden möchtest, dann solltest du jetzt lieber abschalten oder noch viel besser gleich hier oben rechts im nächsten spannenden Video weiterschauen. Links um die Ecke finden wir uns nun in dem ersten offenen Raum dieses kleinen Eingangsgebäudes wieder. Hier treffen wir auch schon auf die erste kleine Pre-Show, geradeaus zu an der Wand auf einem Bildschirm. Uns wird nun ein wenig erklärt, wo wir uns hier überhaupt befinden und was in letzter Zeit für komische Phänomene in der Umgebung und in der Ziegelei vorgefallen sind. Dieses kleine Video läuft somit immer mal wieder durch und unterhält so die Gäste ein wenig während des Wartens. Auch den ersten großen Zeitungsartikel finden wir hier gleich unterhalb des Bildschirmes an der Wand. Es wurde nämlich erstmalig geschafft, eine echte Aufnahme des Irrlichtes Lütje zu machen. Dieses war bisher allerdings nur aus Legenden und Mythen bekannt, aber durch diese Erkenntnis stieg nun die Nachfrage und Begeisterung an noch weiteren interessanten Ereignissen im Jaderpark und in der Umgebung.
Wenn wir es nun durch diesen Raum geschafft haben, geht es gleich wieder ein wenig raus in den überdachten Teil der Warteschlange. Parallel zu dem steilsten Drop der Bahn und zu der Wand des großen Gebäudes führt unser Weg erst einmal ein wenig in Richtung des Okavango-Deltas. Es geht auch gleich weiter parallel zur Strecke neben dem kleinen Häuschen, welches man nach dem großen Drop einmal durchfährt, bis in den hintersten, nicht mehr überdachten Teil der Warteschlange. Hier finden wir nicht nur links und rechts sowie auch zwischen den Warteschlangenwegen zahlreiche Ziegel herumliegen, sondern von hier hinten hat man auch einen perfekten Blick auf den hinteren, vom Vorplatz aus versteckten Teil der Autostrecke. Nach einer 180-Grad-Drehung geht's auch wieder zurück in den überdachten hinteren Teil der Warteschlange und parallel zum vorherigen Weg. Wobei an den weiteren wartenden Gästen finden wir zurück an der Wand des großen Gebäudes endlich eine Treppe hinein mit der darüberliegenden Aufschrift Maschinenraum. Einmal die Treppe hinauf befinden wir uns rechtsherum nun wieder in einem etwas größeren Raum. In der Mitte davon steht zudem eine eingezäunte echte große Dampfmaschine, welche sich manchmal sogar auch komplett bewegt. Auch ganz viele andere Rohre, Maschinen und Lampen hängen hier von der Decke oder an der Wand und sind normalerweise dafür da, um weitere Ziegel zu produzieren. Zudem huscht hin und wieder ein blauer Lichtblitz von einer Lampe zur nächsten oder einmal quer durch den Raum, begleitet von einem kindlichen Lachen. Wir begeben uns nun einmal um den eingezäunten Bereich herum und am Ende des Raumes durch die nächste Tür. Übrigens hängt schon ab dem ersten Raum eine leichte Nebelbank in der Luft, welche sich so tatsächlich auch bis zum Ausgang durchzieht. Der nächste sehr kleine Raum ist im Vergleich zum ersten nun wieder etwas dunkler. Geradeaus zu steht ein kleiner Schreibtisch mit zahlreichen Schränken und Ordnern und noch einigen mehr an verschiedensten Dingen, sowie ein großes altes Radio. Aus diesem hört man ab und zu auch einen kleinen Bericht, welcher das zuvor entdeckte Ereignis des Irrlichtes wieder mit aufgreift. Besonders auffallend sind in diesem Raum aber die tausenden von Streichholzschachteln und abgebrannten Streichhölzern, welche schon aus den Schubladen und dem Mülleimer herausquillen und zum Teil sogar schon den Boden bedecken. Außerdem läuft natürlich in der ganzen Warteschlange ein sehr passender und atmosphärischer Soundtrack, welcher wieder einmal von IMAscore produziert wurde. Wer genau aufpasst, dem fällt auf, dass dieser Soundtrack sogar auch in dem alten Radio läuft, natürlich mit einer sehr schlechten, aber passenden Audioqualität. Vorbei an einigen Zeichnungen an der Wand geht es durch eine weitere Tür nun in den letzten großen Raum der Warteschlange. Hier stoßen wir geradeaus zugleich auf eine Lampe, welche erst einmal ganz normal gelb leuchtet. Über dieser hängt zudem noch eine Art Lüftungsschacht mit einem weiteren Bildschirm in der Mitte. Auf diesem ist nicht nur die imaginäre Innenseite dieses Schachtes zu sehen, sondern hier taucht tatsächlich ab und zu das kleine blaue Öllicht Lütje auf. Dieses lacht auch wieder vergnügt vor sich hin, was darauf hindeutet, dass es auch schon im ersten Raum lustig von Lampe zu Lampe gehuscht ist. Ab und zu springt Lütje beim Auftauchen in diesem Schacht auch nach unten aus der Öffnung heraus, woraufhin die darunterliegende Lampe sogar anfängt blau zu leuchten. Es geht noch einmal bis ans Ende des Raumes, wobei uns nun auffällt, dass dies tatsächlich schon die etwas offen gehaltene Station ist. Ein kleines Stück zurück und an weiterer sehr passender Thematisierung, sowohl an den Wänden als auch an der Decke vorbei, müssen wir uns jetzt mit maximal 4 Personen in die 2 Reihen der Achterbahnwagen aufteilen. Sobald ein leerer Zug wieder in der Station steht und sich die Tore vor uns geöffnet haben, müssen wir einmal hindurch auf die andere Seite, um all unsere Taschen sowie weitere lose Gegenstände in einem der 6 Schubladen abzugeben. Jeder Zug hat hier eine eigene Schublade, somit hat die Bahn im Maximalbetrieb ganze 6 Züge zu bieten, welche gleichzeitig auf der Strecke fahren können. Wir nehmen nun entweder vorne oder hinten in der kleinen Lore, dem Achterbahnzug, Platz und müssen zu unserer Sicherheit natürlich noch den Beckenbügel zu uns heranziehen. Nach einer kurzen Bügelkontrolle von 2 Mitarbeitern kann es auch schon losgehen. Bevor wir aber unser einmaliges Abenteuer starten, lasst doch noch schnell ein Abo hier auf dem Kanal da, damit ihr auch weiterhin keines solcher spannenden Videos mehr verpasst. Aus der Station heraus geht es nun tatsächlich erst einmal ein kleines Stück nach oben, was man somit eigentlich schon als einen kleinen Minilift bezeichnen könnte. Am Ende angekommen geht es allerdings auch direkt in einer rasanten Linkskurve wieder nach unten auf den ersten Launch zu. Während wir hier im Gebäude herunterfahren, hören wir zudem auch noch eine Stimme uns hinterherrufen, dass wir zum Beispiel die Öfen anschmeißen sollen. Was hier während der Fahrt gesagt wird, ist aber tatsächlich jede Fahrt unterschiedlich für eine größere Abwechslung. Wir befinden uns nämlich in der Brennkammer der Ziegelei und fahren demnach auch schnell vorbei an vielen Öfen und sonstigen Maschinen. Unten angekommen werden wir anstatt aus dem Gebäude herausgelauncht zu werden erst einmal kurz angehalten, woraufhin ein weltweit einmaliger Rückwärtslaunch dieses Achterbahntyps erfolgt.
Es geht also wieder den Großteil dieser Kurve rückwärts hoch, woraufhin es im Anschluss natürlich wieder mit ordentlich Schwung zurück herunter zum Launch geht. Mittlerweile ist auch hier im Launchbereich ordentlich Nebel aufgetaucht, durch welchen wir schließlich mit einem weiteren Boost-Launch aus dem Gebäude nach draußen fahren. Einmal um das Gebäude des Launches herum fahren wir nach kurzer Zeit direkt in den schon von weitem sichtbaren Tunnel des Liftes. Hier hakt der Zug durch den eingehausten Lift nicht nur mit einer unglaublich lauten Geräuschkulisse in die Kette ein, sondern es wird uns wieder mal etwas von dem netten Herrn zugerufen, welchen wir auch schon im Launchbereich gehört haben. Außerdem befindet sich direkt neben der Liftkette ein sehr langer LED-Streifen, auf welchem beim Hochfahren einmal ein kleines blaues Licht vor uns weghuscht. Dieses stellt natürlich wieder das kleine Öllicht Lütje dar. Oben angekommen ist es nun natürlich Zeit für den actionreichsten Part der Achterbahn. Mit einem nicht zu unterschätzenden steilen Drop geht es hier in einer Rechtskurve aus 21 Metern in die Tiefe und im Anschluss nach der Kurve auch gleich wieder über zwei kleine Airtime-Hügel. Eine weitere nach oben führende Linkskurve schickt uns somit auch gleich schon in den ersten Blockbereich. Hier sowie in allen anderen Blockbereichen der Bahn, in welchen der Zug gegebenenfalls angehalten werden kann, hört man beim Vorbeifahren auch wieder das fröhliche Lachen des Irrlichts Lütje, welches somit immer noch mit uns unterwegs ist. Im Anschluss fahren wir auch gleich noch eine typische, sehr ruckartige, rechte wilde Mauskurve. Nach einer ebenso intensiven Helix finden wir uns auch schon direkt im nächsten Blockbereich gleich über dem Ausgang der Bahn wieder. Von hier hat man nicht nur einen perfekten, allerdings eher kurzen Blick auf den großen Vorplatz, sondern es geht auch gleich danach in die steilste Abfahrt der Bahn vorbei an der Warteschlange und dem riesigen Schornstein. Das Besondere hierbei ist zudem auch noch, dass wir dabei auch durch ein kleines Häuschen rasen, um im Anschluss wieder fast senkrecht in die Höhe zu schießen. Hierdurch fahren wir nämlich einen sogenannten Non-Inverted Immelmann. Dieses Fahrelement ist normalerweise nur unter dem Namen Immelmann bekannt, bei welchem man eigentlich noch einmal über Kopf ist, also eine Inversion durchfährt. Nun finden wir hier im Grunde das gleiche Element, nur eben ohne eine Inversion. Mit einem direkt darauf folgenden Airtime-Hügel geht es für uns auch schon wieder in den hinteren Teil des Geländes. Nach einem weiteren Blockbereich und einer herabfahrenden Rechtskurve wird auch hier im noch eher weniger thematisierten Bereich das Thema der Ziegelei aufgegriffen. Es geht nämlich durch einige Ziegelmauern hindurch, bei welchem auch am Ende dieses kleinen tiefgelegenen Abschnittes das typische On-Ride-Foto gemacht wird. Die letzte herauffahrende Linkskurve der Bahn schickt uns nun auch schon wieder in die Bremse und zum Ende dieses einmaligen Abenteuers. Unsere Lore wird natürlich wieder sanft abgebremst und es geht geradewegs zurück in die Station und noch ein ganzes Stück geradeaus, bis wir wieder beim Ein- und Ausstieg angekommen sind. Sobald unsere Bügel wieder aufgesprungen sind, geht es gegenüber des Einstieges nun zur linken Seite wieder aus dem Wagen heraus, zu unserer Gepäckablage. Hier liegen natürlich noch all unser Hab und Gut, mit welchem wir jetzt hinter dem Bedienerhäuschen eine kleine Treppe nach unten Richtung Ausgang gehen. Einmal rechts um die Ecke lässt sich am Ende des Tunnels wieder ein wenig Tageslicht erahnen. Allerdings empfehle ich euch hier einmal genau nach oben zu schauen. Hier verläuft nämlich die Schiene der ersten kleinen Abfahrt nach der Station direkt über eure Köpfe. Somit könnt ihr auch nach eurer Fahrt noch einmal die nächsten mutigen Abenteuer über eure Köpfe hinwegfahren sehen. Am Ende des Ganges finden wir zu unserer linken Seite nun endlich das Ausgangsdrehkreuz, welches uns in die kleine Vorhalle des Ausgangsgebäudes lässt. Geradeaus zu hängen natürlich auch noch die zuvor bei der Fahrt geschossenen On-Ride-Fotos, welche man sich bei Gelegenheit gleich für 4 Euro an dem Automaten daneben drucken lassen kann. Selbst hier im Ausgangsgebäude ist natürlich das Thematisierungslevel immer noch auf dem höchsten Niveau und auch der Nebel kommt in diesem Bereich mal wieder nicht zu kurz. Teilweise kann man dadurch nicht mal durch den Ausgang schauen, welcher uns nun schlussendlich durch das große Tor wieder auf den Vorplatz lässt. Durch den Nebel wird übrigens auch teilweise ein Teil des Vorplatzes sowie eigentlich der ganze Bereich um die Bahn herum bedeckt. Gerade durch diese sehr immersive Thematisierung der Bahn, welche sich somit wieder bis auf den Vorplatz durchzieht und zudem den Besucher voll und ganz in die Welt des Ziegelblitzes eintauchen lässt, kann der Park mittlerweile durchaus mit den anderen großen Parks in Deutschland mithalten. Bis vielleicht auf den absolut immersivsten Freizeitpark Europas. Dieser steht nicht nur in Deutschland, sondern ist auch in diesem Jahr absolut einen Besuch wert. Welcher das ist und warum das Ganze, seht ihr jetzt hier links im nächsten Video.